Yo Leute, was geht ab? Hier ist der Lenz, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar zeige ich euch heute auf der Exo-Zombie-Map Infection, wie ihr ganz easy die Überlebenden retten könnt und somit auch die mit ihnen zusammenhängenden Erfolge freischalten könnt. Und zwar gibt es da eigentlich nur zwei Erfolge, das heißt einmal insgesamt 20 Überlebende retten, das heißt also allgemein einfach in allen Spielen übergreifend 20 Überlebende gibt es einen Erfolg, blutüberströmter Retter, und dann gibt es noch einen Erfolg in einer Runde 4 Überlebende retten. Und das ist gar nicht so einfach, da kommen wir aber gleich drauf. Und neben den Erfolgen gibt es dann aber noch was, das heißt, wenn man 25 Überlebende rettet, schaltet man so eine geheime Cutscene frei. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, das blende ich euch hier oben rechts einfach mal ein. Könnt ihr ja draufklicken und mal gucken, wenn ihr Bock auf die Cutscene habt. So, aber nun, könnt ihr im Hintergrund sehen, bin ich hier gerade, oder sind wir hier zu viert, zu dritt. Der Jens und der Jan retten wir hier gerade den ersten in Runde 6. Und ihr könnt hier sehen, das kann man locker noch zu viert machen. Wir nutzen hier alle möglichen Fallen und so, die es gibt. Das würde ich euch sowieso empfehlen. Das macht das Ganze ziemlich einfacher. Ich habe hier zum Beispiel, wie ihr gesehen habt, vorher gerade den Krankenwagen eingeschaltet. Wir stellen hier Geschütze auf und so. Und ihr könnt hier sehen, der Erfolg. Blutüberströmter Retter schaltet sich hier frei. Das war, wie gesagt, da haben wir die 25 Überlebenden geboostet, um die Cutscene freizuschalten. Aber so, weiter geht's. Hier zeige ich euch nämlich jetzt den leichteren Weg. Wie gesagt, beim ersten ist noch ziemlich easy, da sind noch nicht so viele Zombies, da könnt ihr alle vier zusammenbleiben. Aber eigentlich ist es viel einfacher, wenn einer alle Zombies nimmt. Das macht in dem Fall hier der Jan. Ich zeige es euch mal Koop, nachher zeige ich euch auch noch, wie es zu viert geht, nämlich genauso. Wie gesagt, einer nimmt alle Zombies, in dem Fall ist es der Jan, der rennt hier bei der... ich glaube bei Burger Town rennt er hier seine Runden und ihr könnt sehen, bei mir ist hier fast nichts los. Bei mir spawnt hin und wieder mal ein Zombie und das auch nur, wenn irgendwie bei Jan oder so einer ausblutet und oder zufällig einer getötet wird oder keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, im Gegensatz zu Runde 6, obwohl wir hier Runde 12 sind, ist das schon ziemlich easy. Also gar kein Problem, hier den Dude nach oben zu bringen. Hier ist mal wieder einer, aber das war's dann auch. Recht viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu tun. Wie gesagt, ihr geleitet den Jungen dann nur nach oben und dann wird er eben auch gerettet. Zu sagen gibt es noch, wenn man die Überlebenden nicht rettet, bekommt man so eine Strafe in Form von, man wird da so Exo, geexot, sage ich mal. Also man kann da kurz nicht sehen, wie wenn man vom Exo-Zombie getroffen wird. Und dann schaltet sich noch für eine gewisse Zeit schaltet sich der Strom ab. Das heißt, man kann keine Waffen und Perks und sowas kaufen und man kann den Strom auch nicht einschalten. Dann muss man nachher, glaube ich, alles wieder einschalten, wenn der mal aus war. Die Strafe selbst ist nicht so schlimm, da rennt man einfach mal eine Minute rum. Der Exo bleibt ja an, der ist bloß ganz kurz mal gestört. Und aber wenn man das Ganze schafft, also einen rettet, dann bekommt man am Ende der Runde ein Waffen-Upgrade für die Waffe, die man gerade in der Hand hält. Das ist auch nie verkehrt. Auf jeden Fall habt ihr hier gesehen, zu zweit ganz easy, einer lenkt die Zombies ab, der andere bringt einfach hier die Leute hin. Und hier machen wir das Ganze dann nochmal zu viert, hier haben wir auch den Erfolg gemacht, mit 4 Überlebenden in einer Runde retten, hier kam der vierte dann in Runde 22. Und wie gesagt, auch hier machen wir die Alligatorfalle an, nutzt ruhig die Sachen, die euch hier zur Verfügung gestellt werden, das heißt Orbital Drops, in Form von den Drohnen oder Geschütze oder die Fallen eben, und dann ist das Ganze viel viel einfacher. Aber die Alligatorfalle hätten wir hier gar nicht gebraucht, weil natürlich wieder jemand die Zombies ablenkt, diesmal an der Tanke, und wir können hier zu dritt ganz gechillt den Typ hier zurück zu Burger Town bringen und uns dann den Erfolg abholen, mit 4 Leute in einer Session zu retten. Weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, ist auch egal. Auf jeden Fall, seht ihr es hier, richtig easy. Ich würde sagen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es einfach nach. Das ist nicht so schwer, wenn ihr es nach diesem Schema hier macht. Und ich würde sagen, wenn es euch gefreut hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ansonsten, würde ich sagen, macht es einfach nach und wir sehen uns mit dem nächsten Gameplay. Haut rein, euer Lenz. Wiederschau!